Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rollercoaster Tycoon 3 mit eurem Hackbutt hier in unserem doch langsam groß werdenden Freizeitpark. Wir hatten ja in der letzten Szene die Holzachterbahn gebaut. So ein leichter Nachbau von der Holzachterbahn aus dem Heidepark. Ist nicht ganz so gelungen, aber ich denke, das ist jetzt nicht so verkehrt. Wir könnten natürlich hier wir noch so eine Kurve reinhauen können. Vielleicht sollten wir das noch machen, oder? Von ne, dann hätte ich hier aus dem Ding. Wir lassen das einfach so. Wir haben hier eine kleine Westernstadt hier gebaut. Gehabt. Wir werden dort einfach, denke ich, den Weg weiterführen. Vielleicht machen wir den auch doppelt breit. Dann haben die Leute nicht so ein Problem hier. Hier so lang zu latschen. Und wie kommen wir denn hier ran? Wir kommen hier so ran. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir hier bleiben. Dann können wir hier nämlich einen schönen Blick dichten. So. Zaun hinklatschen. Sieht das gar nicht so verkehrt aus, dann kommen die Leute da nämlich auch nicht ran. Genau, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Dann haben wir den Zaun hier. Wir machen den Zaun einfach komplett durch. Bis hinten zur Kurve. Ah, das Feuerwerk geht wieder los. Dann können wir hier nämlich noch den Weg weiterführen. Ich habe nämlich gelernt, man sollte vielleicht ein bisschen mehr Weg lassen. Kann man nicht umso mehr hier basteln. So, Beleuchtung fehlt hier eindeutig noch. Oh ja, hier fehlt ganz schön viel Beleuchtung aktuell. Jetzt, wo wir Nacht haben, können wir das natürlich schnell ranklatschen. Parkstraßenlampe, gotische Mitarbeiter. Die Minenlampen, die können wir ja hier mit hinmachen. In dem Bereich des Westernstadts oder der Westernstadt. So, das sieht das schon gar nicht so verkehrt aus. Und dann können wir nämlich hier eine schöne Parkweglampe hinmachen. Das ist ja nun mal auch nur ein Weg hier. So, langsam nimmt das Ganze ja hier Form an. Wo auch schon einmal rum fast. Hier denke ich mal noch was. Und hier ist nicht so verkehrt. Scheinbar wird schon wieder dunkel. Klatschen.
So, jetzt haben wir erstmal alles mit Lampen versorgt. Wie sieht das Ganze in der Nacht aus? Hier können wir einfach switchen. Ja, doch gar nicht so verkehrt. Weil die Lampen machen ja echt mega hell Licht, ne? Das ist voll cool eigentlich. Hier am Haupteingang finde ich es natürlich ein bisschen doof, dass hier so ein Wirrwarr stattfindet. Aber okay. Wir könnten jetzt den Weg hier durchführen. Ja, so und so. Und hier am anderen Ende wieder raus und können den Weg hier dann nehmen. So. Können wir umso besser. Achso, wir wollten hier vielleicht mal wieder Tag-Nacht-Zyklus anmachen. Ja, was könnten wir noch Schönes machen? Einen fliegenden Teppich haben wir noch nicht. Das wäre doch eine Idee. Für hier womöglich. Dann können wir den Eingang hier machen und den Ausgang dort. Das sieht doch gut aus. Gleich nebenan. Ausgang. Der fliegende Teppich wird dann ein schöner Eingang. So, was haben wir noch hier Schönes? Von den ach so spannenden Sachen. Tassenbahn finde ich jetzt auch nicht unbedingt so verkehrt. Den Eingang hier, den Ausgang dort. Zack, und den. Einen dorthin. Das könnten wir hier vorne noch Hecken hin machen, das würde ich ganz schön finden. Ah, wo ist er? Da ist die kleine Hecke. Das können wir ja immer noch ändern, wenn wir dort noch was hinbauen wollen, dann können wir das einfach. Oh, falsche Richtung. Jetzt haben wir ja auch so eine Riesenfläche. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Wenn man das so lässt, das macht was her. Hier könnten wir zum Beispiel noch was zu essen und was zu trinken hinmachen. Oder vielleicht auch mal Westernhüte. Vielleicht möchte jemand, obwohl Westernhüte müssen hier rüber in die Hecke. Denn ja, hier ist ja unsere Westernstadt. So, zurück nach vorne. Information wäre vielleicht nicht schlecht. Zack. Und ich möchte mal Ballons verkaufen. Dann können wir noch was zu essen machen. Wir können mal was anderes suchen. Was? Ein türkischer Marshmallows. Zuckerwatte Sandwich Pizzeria ist auch nicht so verkehrt. Und dazu was zu trinken. Gibt es denn vielleicht was? Rotbeer-Raketenkantine, Weltraumschenk, Limonade. Ja, eine Limonade nehmen wir noch mit. So. Wenn wir hier die Leute, die dort anstehen, da fahren sie ein bisschen. Hier ist ein bisschen viel Weg. Gut, das kriegen wir aber so weg. Dann sieht das wieder gar nicht so verkehrt aus.
Wenn wir einfach hier ein bisschen buddeln. So und. Können wir das am besten machen? Vier mal vier ist zu viel, jetzt machen wir zwei mal zwei. So und. Oh, ein bisschen zu niedrig gemacht. Können wir hier das ein bisschen ansprühen? Ein schönes Beckenwasser. Dann machen wir hier Wasser einfach rein. Wenig Wasser, nee, das ist zu viel Wasser. So. Was können wir da reinmachen an Wasser? Ein bisschen Deko. Ein Haiangriff, ein T-Rex-Angriff. Nee, nicht wirklich so das Wahre hier. Hoch, jetzt haben wir den Weg gelöscht. Ach ja. So. Paar Bäumchen oder sowas wären ja eigentlich ganz cool, wenn die da drin wären, aber. Kann man Bäume da reinstellen? Bäume im Wasser kommt sehr selten vor, aber hat was. Machen wir so. Gut. Wir widmen uns mal einfach weiter hier. Wir können nämlich hier noch eine schöne Achterbahn hinbauen. Zu der Achterbahn will scheinbar keiner. Okay. Dann bauen wir halt noch eine. Bob Achterbahn. Sieht ja auch cool aus. Jetzt nehme ich hier hoch. Um eine kleine Kurve und dann geht es wieder bergaufwärts. Wir können ja gleichzeitig testen, ob das hier so klappt, wie wir uns das vorstellen. Das sollte aber gut gehen. Man ist hier einfach ganz kurzfristig, zack, hier wieder hoch. Guck mal, wie viel Schwung wir hier nehmen können. Ah, jede Menge sogar. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nach oben gehen. Geradeaus.
Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir das hier schaffen. Geneigte S-Kurve. Mal gucken, ich weiß nicht, ob wir das so schaffen. So, hier runter, darauf. Ja, das wird aber schon sehr eng. Dann hier runter. Da drauf, ja, doch, das sieht sehr schön aus. Warum kann das nicht platziert werden? Ach so. Jetzt sollten wir vielleicht so eine S-Kurve machen. S-Kurve. Dann hier wieder in die Schräge runter. Also bergauf jetzt ist hier ganz schön knackig eng, aber es wird funktionieren. Ich bin da guter Dinge. Hier so langsam hocheiern. Ich weiß nicht, ob das gut geht da oben. Doch, das sieht sehr schön aus. Dann werden wir nämlich in die langgezogene hier gehen. Ja, nee, wir wollten schon nach oben. Nämlich noch mal warum nicht darum? Ah, dann lassen wir noch geradeaus. Und dann hoch. Und dann hier wieder. Große Spirale draus. Werden hier langsam mal gerade. Oh, wir sind noch eine Etage zu hoch. Oder? Nee. Keine Etage zu hoch. Drei Züge. Würde aber ganz gerne die Bahn auf weiß haben. Die Stände auf schwarz. So, die Züge, ja, weiß, blau, rot. Das sieht ganz gut aus. Machen wir nämlich hier den Eingang
dort den Ausgang. Ich hoffe ja, dass das so klappt, wie wir uns das vorstellen jetzt. Sonst gibt es nämlich einen riesen Unfall. Wir können ja einfach nochmal zum Abschluss in die Bahn reinschauen. Oh, das Feuerwerk sieht ja super aus. Fahren einfach eine Runde mit der und dann verabschiede ich mich von euch für die Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt einfach mit dabei. Der Park wird natürlich dementsprechend noch größer. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und dann genießen wir die Fahrt zum Abschluss.